Das ist ein Stück Boden, der ist imprägniert mit einem Kunstharz, sodass seine natürliche Lagerung erhalten geblieben ist. Wenn wir den jetzt in Scheiben schneiden und unter das Mikroskop legen, dann sehen wir die ganze Schönheit dieses Bodens. Zurzeit haben wir ein großes Projekt, wo es um die Beurteilung von Bodenfunktionen geht, also nicht nur die Funktion des Bodens als Produktionsmittel für die Landwirtschaft, sondern auch die Funktion als Wasserspeicher, als Kohlenstoffspeicher. Das wird ja zurzeit immer wichtiger, auch in der ganzen Klimadiskussion. Oder der Boden als Habitat für diese große Biodiversität. Was ein großer Erfolg war, ist, dass es uns gelungen ist, diese Komplexität zu kondensieren in eine relativ kleine Anzahl von aussagefähigen Größen, die man auch wissenschaftlich ordentlich verwerten kann, um zum Beispiel vorherzusagen, wie funktioniert der Boden in Sachen Wasserspeicherung, Wasserfluss, Stofftransporte. Aber im Forschungsgegenstand Boden gibt es eine Menge Schwierigkeiten. Es fängt schon an, dass wir stehen drauf, wir sehen nicht rein. Die ganzen Prozesse, die dort ablaufen, müssen wir erschließen, indem wir messen, was über die Ränder des Bodens an der Bodenoberfläche fließt oder in Oberflächengewässern. Aber wir haben ja mittlerweile auch Geräte wie Tomographen, die den Boden transparent machen. Das heißt, dieses Problem wird etwas zugänglicher. Die nächste Schwierigkeit sind die Prozesse selber, die sehr verschiedene Zeitskalen haben. Es gibt Dinge, die passieren blitzschnell, wie eine Rutschung am Hang. Und andere Prozesse dauern Jahrhunderte, wie die Bildung von Boden aus dem Gestein. Und zwischen diesen beiden Extremen gibt es alle möglichen Zeitskalen für die verschiedenen Prozesse, die uns interessieren.